Willkommen in der Region Pilsen. Sie erstreckt sich im Südwesten der Tschechischen Republik, unweit der Hauptstadt Prag. Die Region ist voller Geschichte und Traditionen. Hier wird das berühmteste Bier der Welt gebraut. Es ist aber auch eine Region, in der man Sport treiben, sich erholen und vergnügen kann. Ein herrlicher Golfplatz, Adrenalinerlebnisse, Radtouren in schöner Natur, tolle Skigebiete, aber auch Ausspannen und Erholung in der Natur. Das und noch vieles mehr erwartet Sie bei uns. Fußball, der populärste Sport der Welt, spielt natürlich auch in der Region Pilsen eine herausragende Rolle. Schließlich trägt die höchste Fußballspielklasse des Landes den Namen eines Pilsner Bieres, die Gambrinusliga. Das städtische Fußballstadion ist die Heimstätte des FC Viktoria Pilsen, der erfolgreich in der Gambrinusliga spielt. Die Tradition des Clubs reicht bis ins Jahr 1911 zurück. Damit gehört der FC Viktoria Pilsen zu den ältesten Vereinen in Tschechien. Golf ist der Sport, der gegenwärtig die Welt erobert. Also auch Böhmen. In der Region Pilsen gibt es 4 tolle Golfplätze. Der Golfpark in Pilsen-Tischina mit dem berühmten Inselloch auf dem klaren Epowitzer See gehört zu den schönsten Golfplätzen in Böhmen. Ein toller Anblick, der 18-Loch-Golfplatz in einer herrlichen Natur. Die weiteren neu entstandenen Golfplätze sind Alfredov bei Schipo und Hojeledi im Süden Pilsens. Der älteste Golfplatz, der 27-Loch-Golfplatz in Darowa bei Rokycany, ist eingebettet in die Landschaft des Naturparks Horní Berounka. Wenn Sie zum Golfen nicht von Weitem pendeln wollen, übernachten Sie in den Hotels, die auch den vollen Komfort direkt am Platz bieten. Wenn Sie die Ruhe in der schönen Natur genießen wollen, dann besuchen Sie den Golfplatz Alfredov bei Schipo. Jeder Golfplatz in der Region Pilsen hat seine einmalige Atmosphäre. Jeder von ihnen überrascht mit seiner eigenen Stimmung und anderen Schwierigkeitsgraden. Alle Golffreunde sind überrascht von der guten Qualität der Grüns und den sehr moderaten Preisen. Sie werden sich nur schwer davon verabschieden. Die Region Pilsen ist durchwoben von vielen Wanderwegen. Sie können sie aber auch auf dem Wasserweg kennenlernen. Die Flussgebiete der Ottawa, Vidra oder Berounka sind wunderschön. Für Wassersportler aber mehr oder weniger anspruchsvoll. Einige Flussabschnitte eignen sich auch zum Rafting. In der Region gibt es mehr als 4000 markierte Wanderwege. Einen Ort, den man zum Sporttreiben und Wandern empfehlen kann, ist die Talsperre Racholuski. Hier können Sie Dampfer- und Wasserski fahren, angeln, tauchen und baden, surfen und segeln. In der Region gibt es jede Menge Freibäder, Teiche und Seen. Direkt in Pilsen im Stadtviertel Bollewetz liegen herrliche Teiche, die man besuchen sollte. Auf dem größten von ihnen, dem Teich Velké Bollewetzky Rybník, werden auch Segelregatten veranstaltet. Freunde des Inlineskatens nutzen das Erholungsareal in Pilsen, das ein Laufoval zum Skaten hat.
Vor allem Frauen mit kleinen Kindern verbringen hier ihre Freizeit. Viele Leute entspannen sich hier von einem stressigen Arbeitstag mit aktiver Bewegung. In den letzten Jahren in der Region sehr entwickelt, hat sich die Agrotouristik. Touristen unternehmen immer öfter Kutschfahrten, die von den zahlreichen Hypofarmern der Region angeboten werden. Auch das viel Adrenalin ausschüttende Rodeo ist Teil des Angebots dieser Farmen. In unserer Region gibt es geeignete Voraussetzungen auch für andere Adrenalinsportarten und Vergnügungen. Motorsport, Bergsteigen, Gleitschirmfliegen, Sorbing. Das und anderes mehr können Sie in den Sportzentren der Region Pilsen betreiben. Diese Seilbahn in der wunderschönen Umgebung von Konstantinowelasnje kann unter professioneller Absicherung jeder Besucher ausprobieren, einschließlich Kinder. Das gegliederte, aber ebenso leicht wellige Gebiet der Umgebung von Pilsen ist ein hervorragendes Terrain für den Radsport. Nicht von ungefähr wird hier regelmäßig auch der Weltcup im Radcross ausgetragen. Das Gelände um Pilsen ist dafür ebenso geeignet wie mehrere Gegenden in Belgien und den Niederlanden, wo der Radcross ähnliche Erfolge feiert wie in Tschechien. Nicht nur ein Weltmeister im Radcross ist über diese Strecke bei Pilsen gehetzt. Aber auch im Winter hat die Region Pilsen eine Vielzahl von Möglichkeiten für Sport und Freizeit zu bieten. Ausgezeichnete Bedingungen finden vor allem die Skilangläufer vor. Auf Skiern können sie im Böhmerwald viele Touren zu unvergesslich schönen Plätzen machen, zum Beispiel zur Moldauquelle. Wir empfehlen zudem die Loipen bei Srini und Praschili oder entlang des Chinitz-Tettauer Schwemmkanals bei Motrava. Wollen Sie auf Skiern eine berauschende Landschaft erkunden, dann empfehlen wir das Hügelland Bridi bei Rokycany. Übernachtungen können Sie in Privatquartieren oder Hotels aller Kategorien buchen, besonders im Böhmerwald. Die Bergebenen und bewaldeten Hänge des Böhmerwalds sind mit Loipen durchzogen. Sie sind gut markiert und überall ist die Bergwacht in der Nähe. Die Markierung der Wanderwege in Tschechien hat ein solch hohes Niveau, dass sogar Anfänger stets den Weg finden sollten. In den Hotels mit bestem Komfort können Skiläufer wie Bergtouristen Wellness, Swimmingpool und anderen Service nutzen. In diese Bergzentren gelangen Sie nicht nur mit dem Auto oder Bus. Jawohl, hierher kommen Sie von Pilsen aus auch bequem mit dem Zug. Auch wenn der höchste Gipfel der Region Pilsen nur 1370 Meter erreicht, die hiesigen Wintersportzentren stellen auch anspruchsvolle Skifahrer und Wintersportfreunde zufrieden. Das größte Skiareal des Böhmerwalds ist am Spitzberg. Es hat auch einen tollen Snowpark. Weitere Skiareale finden Sie gleich in der Nähe, in Zelesna Ruda oder in Kaschberske Hory. Sämtliche Abfahrtspisten werden in Schuss gehalten. Sie sind gut markiert und haben einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad.
Für jeden ist genug Platz für den Sport- und Freizeitspaß. Skilaufen können Sie bei guten Schneeverhältnissen auch in Pilsen und Umgebung. Zur Winterausrüstung gehören aber auch Schlittschuhe. Bei großem Frost können Sie auch auf vielen Seen Schlittschuh laufen. Dann verwandelt sich auch der Teich Welke-Bolewitzki-Ribnik zu einem Pilsner Wintersportzentrum. Hier treffen Sie selbst werktags auf zahlreiche Schlittschuh- und Skiläufer, auch wenn es nur für 1-2 Stunden ist. Unter ihnen sind viele Kinder. Echter Spitzensport wird den Besuchern der Region Pilsen beim Eishockey geboten. In den letzten Jahren ist auch die Mannschaft des HC Skoda Pilsen nationale Spitze. Das verdankt sie vor allem dem berühmten Heimkehrer aus der nordamerikanischen NHL, Martin Straka. Die Heimspiele des Clubs werden von jeweils über 5000 Fans verfolgt. Eisstadien, Fußball- und Tennisplätze sowie moderne Sportareale machen aus der Region Pilsen ein wahres Mekka des Sports, der Touristik, der Entspannung und Erholung. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.touristparadise.com.